und herzlich willkommen zu unserer Reihe von Herausforderungen. Wie ihr wahrscheinlich gerade nicht seht, eigentlich Challenges in diesem Interface. Wir wollen uns heute der zweiten Herausforderung mal widmen, war den unwahrscheinlichen Verbündeten oder dem unwahrscheinlichen Verbündeten. Dann starten wir mal durch. Natürlich auf Nightmare im Hardcore-Modus. Wir werden sie alle erledigen. Kurze Info zu dieser Challenge. Hier ist mal der Kristall nicht ein Kristall, sondern, ja, ein ungewöhnlicher Verbündeter. Ein lila Männchen. Ungefähr ein lila Männchen. Unser Kristall besteht diesmal zu 100% aus Ogerfleisch. Mit Feuerresistenz. Wow. Okay, hier gilt es darum, diesen Oger zu beschützen. Ist eigentlich ganz normal, als wäre es ein normaler Kristall. Einzige Problem ist, dieser Kristall bewegt sich. Leider haben wir es nicht geschafft, ihn irgendwie auf dem Fußboden festzunageln. Nein, da wo Gegner sind, da rennt er hin. Wir müssen ihm mal so eine Kuhglocke umbinden, dass wir mal wissen, wo er ist. Das auf jeden Fall. Baust ein bisschen was auf? Ja. Ich musste nur eben Mana sammeln gehen. Ja, ein Problem ist hier auf jeden Fall, dass der Oger, wenn man etwas aufgebaut hat, es wegschiebt. Das ist verdammt blöd. Leider, leider. Na gut, es ist nicht unbedingt blöd, sondern problematisch, sag ich mal so. Du brauchst irgendwas und dann auf einmal schiebt er dir das einfach aus dem Weg. Könntest du kurz nach den Spinnen gucken? Klar. Hoppla. Und viel schlimmer ist, ich muss auf der Karte unterscheiden können, welcher Ogre denn jetzt zu uns gehört und welcher der Gegner-Ogre ist. Das kann man auf der Minimap gar nicht unterscheiden. Ich würde tippen, dass der die Balliste beackert, nicht zu uns gehört. Ja, trotzdem. Man muss ja schnell mal drüber schauen. Spinnen, genau. Spinnen sind hier auch sehr, sehr gefährlich. Die spinnen einmal den Ogre ein und ziehen ihn dann doch auch sehr viel Leben ab. Aber die erste Welle haben wir ja gut überstanden. Glücklicherweise. Ich habe 1100 Mana für dich, wenn du welches brauchst. Ich wäre dafür, dass du die ausgibst. Wie soll ich die denn ausgeben? Mit schönen großen Ohren. Muss ich aber jetzt wechseln, das ist so zeitlich mal so problematisch. Wo soll ich den hinsetzen? Müssen sie in der Mitte wegen den blöden Spinnen. Das auch, ja. Wechseln. So, noch geschafft. Ja, heute spiele ich auch mal in einer komplett anderen Stelle, und zwar als DPS, aber nicht mit meinem regulären DPS-Charakter, sondern mit meinem Oron. Da ist eine Spinne. Yep. Ich glaube, ich bleib mal so am Kristall. Da. Ja. Sehr spannend. Das ist momentan sehr, sehr spannend irgendwie. Vor allen Dingen, dieser Aufbau funktioniert unter einer Bedingung. Die Ballisten brauchen genug Reichweite. Weil im Prinzip dieses Überkreuzstellen, das hier jeweils ist, schützt die andere Balliste auf der anderen Seite jeweils mit. Da sich die Ballisten gegenseitig so ein bisschen angucken. Oh, ist keine schlechte Sache. Hoffentlich ist das nicht, dass er diesmal wieder so schnell down geht wie beim letzten Mal. Na gut, war ja nicht schnell, war ja eigentlich die letzte Welle war das. Auf einmal, puff, Kristall weg. Ja, das war natürlich blöd. Ja. Was natürlich auch immer blöd ist, der Ogre ist ja nicht gerade von der schlauen Sorte. Also im Spawning Point stehen ist für die Gegner ganz praktisch, für uns leider nicht ganz so. Hatten wir auch schon mal. Als der in den Spawning Point gelaufen ist, nichts konnte die Gegner plätten, aber die Gegner haben ihn geplättet. Ja.
Tja. Ich wünschte, man könnte diesen Ogre upgraden, damit er mehr Hirn hat. Wäre von Vorteil. Auf jeden Fall. Und er läuft wie wild durch die Gegend. Ist auch sehr spannend, dass ich jetzt eigentlich die ganze Folge lang nur den Ogre zeige. Ja, von mir aus können wir auch tauschen. Dann kannst du den Zuschauern noch ein bisschen was vom Level zeigen. Ja gut, dann sage ich noch, ja, was soll ich denn groß hier von dem Level zeigen? Oh, da hinten ist eine Spinne. Das Problem ist bei diesen Herausforderungen, es gibt ja nicht viel zu zeigen. Du kannst höchstens einen Aufbau präsentieren und erklären, wie diese Herausforderung funktioniert. Und funktionieren, ja. Monster töten, eigenen Ogre beschützen und Monster töten. Das ist eigentlich alles. Mehr gibt es da nicht. So ungefähr. Ja. Was willst du mehr machen? Apropos mehr. Wir haben so wenig Punkte. Ja, aber hol mal schnell deine Summonerin raus. Ach ja. Schneller. Oh, so. Moment. Nicht abwerfen. Jetzt. Hier. Dann kannst du was gegen die Spinnen aufbauen. Ja, man kann ja immer schön zweimal das Level ausreizen. Einmal die Abwehreinheiten, die Defense Units, und einmal die Minion Units. Spinnen. Die Spinnen spawnen hier oben, nicht da unten. Ja, ich wollte aber auch die Ballisten schützen. Außerdem braucht er gerade so ein bisschen zum Beschwören. Sie. Er, sie, es. Wie sagen doch die Engländer, hier steht, das S muss mit. Aber die haben auch die Unterscheidung zwischen R, sie und S. Während die Franzosen nur der und die haben. Ah. Ne? Es ist Le Automobil, nicht La Automobil. Le ist, glaube ich, weiblich. Es ist die Auto. Okay. Ich hatte nie Französisch. Tja. Ich war da auch nicht so ganz gut drin. Liegt aber daran, dass mir Fremdsprachen nicht unbedingt so liegen. Oh. Zumindest die, die in mir kein Interesse wecken. Mit Englisch habe ich weniger Probleme. Ja, Englisch ist ja leider nichts. Ja, aber Englisch ist auch. Du triffst so viel Englisch eigentlich in der kompletten Welt und Umgebung. Allein schon, guck mal, ich gucke mir englische Serien an, ich gucke Let's Plays auf Englisch. Also, wenn man dann kein Englisch kann, ist schade. Ja. Ich glaube, den Großteil meines Englischs habe ich auch überhaupt nicht aus dem Englisch unterhalten. Ich habe nie eine Sprachreise gemacht, also ich war nie in England, deswegen daher kann ich es nicht haben, wobei mit drei Guinness, ach, bei zwei reicht schon, dann kannst du perfektes Englisch. Aha. Aha, Humor, okay. Bisschen lachen, Mann, das war Spaß. Schöne Lebensphilosophie. Ist so. One Guinness, please. Wenn du das sagen kannst, dann ist dein Englisch schon perfekt. Reicht das. Mehr brauchst du nicht. Auf jeden Fall habe ich meinen größten Teil an Englisch wirklich aus Serien, Let's Plays und natürlich englischen Lehrbüchern. Aha, Lehrbücher. Ja. Manche Lektüren gibt es halt nur auf Englisch. Ja, gut. Oder in einer sehr schlechten deutschen Übersetzung. Und da ist Alter, ich habe jetzt gerade wirklich versucht, unseren Ogre zu vermöbeln. Ich denke mir schon, warum mache ich keinen Schaden? Ein Glück kann man nicht den eigenen Ogre ummieten. Wäre noch schöner. Vorletzte Welle und du machst den Ogre kalt.
Ja, so ungefähr. Das war jetzt irgendwie war grandios gerade. Ah, der ist zu nah an den Monstern. Das gefällt mir überhaupt. Der liebt das Risiko. Der soll nämlich das Risiko lieben, der soll wieder hier irgendwie ganz anders sein. Hauptsache nicht irgendwie bei den Monstern. Blöd ist das. Noch hat er genug Schutz. Noch hat er genug Schutz. Aber auch nur noch. Ah. 7, ne, okay. 3, 2, 1, 0. Yeah, letzte Welle. Boss Wave. Nee, Final Wave. Was würde wohl passieren, wenn hier ein Boss käme? Wo soll der hin? Sag mir das mal. Wo soll der hin? Fliegender Bossgegner. Doch was. Ja. Ist klar. Fliegender Bossgegner. Irgendwie habe ich die ganze Challenge hier als schwieriger in Erinnerung. Wann haben wir die letzte Mal gemacht? Muss ja schon echt lange her gewesen sein. Mein Begleiter killt das Kleinvieh sogar auf Nightmare. Und dabei ist der gar nicht so stark. Oh, was war das denn? Spinne von hinten? Spinne von hinten. Aha. Ja, ich habe gerade nicht aufgepasst. Oh. Auch eine schöne Aussage. Ja, wenn man sie so schön kombiniert, dann noch. Der Ogre läuft auf den Ogre zu. Ich bin drin, mittendrin. Und du auch. Und er schiebt gerade die Balliste ums Eck. Ja, nicht so schlimm. Immer die schönen Sachen, die. Ist sowieso die letzte Welle, Bastard. Mein Pet ist toll, also mein Begleiter ist toll. Ich stehe hier rum und komme nicht dazu, die Gegner zu vermöbeln. Weil er die schon alle umnietet. Wahnsinn! Geschafft! Yeah! Und jetzt haben wir ein kleines Schwertchen. Ein Menschenfressler Kindheitsspielzeug. Okay, nee, bei mir heißt das. Egal. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit der Folge für diese Herausforderung. Die nächste folgt auf dem Fuße wohl kaum. Aber wir geben uns Mühe natürlich, diese dann auch noch rauszuhauen. Ja, in so diesem, schnell wie möglich. In diesem Sinne, erstmal bis zur nächsten Folge und oder dem nächsten Special. Wie auch immer. Bleibt uns treu. Guckt mal wieder rein. Wo bist denn du? Irgendwo. Ah, da.